Hallo, hier ist der Christian. Ich befinde mich auf der CES Asia in Shanghai und wir sind am Stand von Hisense und ich habe gerade hier ein, ja, wie ich finde, recht spannendes Tablet entdeckt, das ich euch ganz kurz vorstellen möchte. Und zwar handelt es sich hier eben um das Hisense VidaPad. Das ist ein Android-Tablet mit einem 7,85 Zoll Display und wie ich finde, spannend, weil eben der Preis recht niedrig ist und dafür das Gerät aber einiges zu bieten hat. Und zwar kostet das rund 190 Euro und wie gesagt 7,85 Zoll Display. Wir haben eine Auflösung von 2048 x 1536 Pixel, also eine relativ gute Pixeldichte für ein Tablet. Und das ist ein, ja, Hisense nennt es Retina IPS Display. Also vielleicht kann man es sehen, wir haben hier auch wirklich sehr gute Blickwinkel. Und wir haben hier einen Prozessor von Rockchip mit 1,8 GHz. Wir haben 2 GB RAM und 16 GB interner Speicher. Und wenn wir es jetzt einfach mal hier so ein bisschen anschauen, wir haben hier wirklich ein hochwertig wirkendes Aluminiumgehäuse. Und wie ihr sehen könnt, das Gerät ist auch sehr dünn und auch ziemlich leicht, also 320 Gramm laut Hersteller. Und Hisense sagt, es ist das dünnste Android-Tablet der Welt. Also mit 6,35 mm ist es auch tatsächlich wirklich dünn. Wir können jetzt nicht sagen, ob es wirklich das dünnste ist, aber es ist auf jeden Fall sehr dünn und ich finde, sieht sehr schick aus. Was haben wir noch? Ah ja, hier auf der Rückseite haben wir eine 8-Megapixel-Kamera. Dann auf der Front haben wir eine 2-Megapixel-Kamera für, ja, Videotelefonie und Selfies. Wenn wir jetzt mal hier oben schauen, hier ist es ein bisschen anders als üblich. Hier ist der Micro-USB-Anschluss zum Laden oben. Und hier haben wir noch einen Micro-SD-Karten-Slot zum Erweitern der Speicherkapazität. Das Ganze hat einen 4400 mAh Akku, sollte auf jeden Fall auch eine gute Akkulaufzeit bieten. Und wir können uns vielleicht nochmal ganz gut, also wir haben ja hier einen Rockchip, der ist ja, wird von nicht so vielen Herstellern im Tablet verwendet, aber wie ich finde, wenn wir hier mal so ein paar Apps starten oder Bilder aufrufen, dann läuft das System schon flott. Man merkt so ein paar Mikroruckler zwischendrin, also wir können mal zum Beispiel die Kamera starten, aber im Allgemeinen muss ich sagen, öffnet sich hier alles wirklich schnell. Und das Spannende an dem Gerät ist eben der Preis. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, wir haben hier Android 4.4 KitKat und ich finde, für den günstigen Preis, also 190 Euro, hat das Tablet wirklich viel zu bieten. Im Moment gibt es das Ganze nur in China, aber eventuell werden wir es auch in Deutschland bestellen können. Das muss ich leider noch abzeichnen, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich ein wirklich spannendes Gerät und wir freuen uns, wenn Hisense das auch nach Deutschland bringen würde. Das war es jetzt hier mit dem VidaPad von der CES in Shanghai. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.